Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ori. Und wir haben ja die Eule gefunden in der letzten Folge. Oh, und jetzt geht's sozusagen ans Eingemachte. Jetzt wollen wir mit ihr wieder nach Hause. Mal sehen, wie es wird. Denkt dran, mich zu abonnieren, Glocke bimmeln lassen und dann geht's ab. So, wollen wir weiter gucken, ob wir weiterkommen? Genau. So. Also. Da ist eine Blase, da kann ich rüber. Noch ein Leben. Ja, okay, hier müssen wir wahrscheinlich mit unseren. Oh, fast. Fast. Schneller sein, warte mal. Hoch geht's. Moment, ja. Oh. Da. Komm hier hoch. Nicht so viel. Halt, sie läuft alleine. Okay. Oh, guck mal, das ist schon so eine von diesen alten Vögeln da als Skelett oder als Knochen oder was ist das? Da kann ich noch nicht ran, ne? Okay. Egal, wir gehen erstmal hier weiter. Leben machen hier. Ich kann mir ja nicht mal Leben machen, fällt mir gerade auf. Ich dachte, ich könnte hier so ein bisschen. Wunderschön. Aber trotzdem würde ich mir ganz gerne hier. Na gut. Das geht auch. Da ist eine Feder. Oh. Der geht heim so nah und doch so fern. Kann er durch den Baum nicht durch, das ist ja bescheuert. Oh, dann fängt er unten links. Er sieht uns nicht. Nö, ist auch gut. Oh oh. Alter, geh weg! Speichern wir doch direkt, oder? Das ist ja wichtig für uns. Was war hier links? Obwohl, nee, hier ist mal hier drüben links, glaube ich. Ach, jetzt sind wir auf dem Baum, ja, okay. Bricht er ab? Hätte fast gedacht, der neigt sich. Ne, tut er nicht. Schade. Hätte ich jetzt gedacht. Das sah so aus, oder? Als ob er sich das aber fast brechen würde. Aber das tut er anscheinend nicht. Gut, dann geht's hier weiter. Hui! Eine kleine Eule. Oh, Zwischensequenz? Ärgerlich, dass sie kommt. Hat die Feder fast, um wieder richtig fliegen zu können. Ey, die sieht aber auch echt fies aus, oder? Nein, meine Eule!
Oh. Oh. Ja, hätten wir uns auch gewundert, wenn wir jetzt schon zu Hause gewesen wären, ne? Okay, wir sind wieder auf uns allein gestellt. Na gut. Ich kann auch nicht springen, gar nichts noch nichts. Ich kann nicht nur laufen, okay. Ich kann nur springen, ich kann nicht hauen und gar nichts. Da ist sie. Ich hoffe nicht, dass sie tot ist. Das wäre natürlich echt Sünde. Dann geht's aber in Rache-Epos. Liegt da die Feder auch gleich schon? Finde ich aber auch traurig. Schade. Jetzt. Was ist das denn? Helfen. Oder die Kröte. Penofoal. Sonomornewal. Oh. Mein Freund, tut mir leid, die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte. Aber ihr Licht war zu schwach. So viele fielen dieser finsteren Zeit zum Opfer. Vor allem die Kleinsten unter uns. Zerbarst das Licht in Splitter. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden verstreut, geschwächt, sind kaum noch Irrlichter. Yeah.
wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Jetzt muss ich die finden? Wahrscheinlich. Die Herrin des Waldes gefangen in der klärenden Kälte im Norden. Die Augen verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft versunken im Wasser im Westen. Das Herz vergraben unter den Dünen im Osten. Und die Stimme an deiner Seite. Alleine sind sie schwach, aber zusammen. Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, dann ist es der Wille der Ehrlichter. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich werden dich mit all unserer Macht unterstützen. Zack, ist er wieder im Wasser und macht ein Wickelchen. Nimm dies, Ori, damit kommst du weiter. Wir bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Kuros Feder. Okay. Yeah. Also ich muss wieder ein bisschen meine Sachen wieder zuweisen, warte mal. So. So. So, warte mal. Das. Ja. Das können wir ja eh nicht machen gerade. Oder können wir auch Blattern machen? Ich glaube nicht. Mal gucken, wo wir hin sollen. Schimmelfest. Ja, hier sind finsternisse Schimmelwelt gefangen. Weißrussland, okay. Der Wille der Ehrlichter. Als die Weine schon am Ziel, drei Ehrlichter sind noch verschwunden. Ja, mal gucken, wie wir hinkommen. Gibt's ja noch hier einen Weg längs auch nochmal. Oh, was war das denn? Das war nur die Geisterklinge da hinten machen. Wie gefällt dir das, eigenes Gift zu probieren? Oh nein! Oh.
Mist, wie komme ich an dem denn vorbei, Alter? Warum mache ich das? Ich habe gesehen, dass die Blase noch nicht da war. Komm schon. Nein! Oh, zu spät! Wie dumm! So, nochmal. Oh, was mache ich denn da? Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für eine blöde Kacke, die ich hier mache? Wahrscheinlich ist richtig los. Oh, ich bin auf dem Depp. Da brauche ich mal Pause, ey. Was mache ich denn? Ganz ehrlich, Leute, was mache ich denn? Ich könnte denken, ich spiele es jetzt zum ersten Mal hier. Hüpft er das? Macht er das denn nicht? Ah! Nochmal. Wollt ihr mich? Ganz ehrlich, ich schmeiß euch den Controller in die Ecke. Ja. Ja. Wie kriege ich den da hinten denn weg, das Viech? Da verkehrt. Mach ganz im Ernst. Komm, ich krieg ich jetzt. Das ist normal, dass die so hart war, oder? Oh. Ganz im Ernst. Was mache ich denn? Ganz Leute, ihr seht, was ich mache, ne? Ich bin so dumm. Ab und zu. Da kommt auch eine Blase. Warte doch einfach ab. Hansen, du Spaß. So, jetzt aber. Da, ne? Genau. Ja. Warten, bis die blöde Blase wieder kommt. Durch.
Eieieiei. Das ist das Beste. Okay. Oh, komm, schieß mal auf mich nochmal. Ah, Mist. Lieber killen, als wenn die mich da killt gleich. Oh. Okay, die darf man nicht so dicht aneinander killen. Na, was will er jetzt von mir? Die Stille, ja, sie hat dich über dich geflüstert. Aber wie mutig, so unbefangen durch ihre Welt zu streifen. Hast du die Steine gesehen? Kalte Statuen vergangener Reisender. Die stehen also weiß, ja, für Tapferkeit. Na gut. Oh, rein hier. Nee, ich war doch schon mal hier oben, ne? Ja, gut. So, da unten kommen wir mal ran, oder? Da ist noch so ein Ding, okay. Na, ich wollte schweben und ich bin nicht geschwebt. Ich wollte gerade mir Leben geben. Ist doch gar nicht. Was ist denn los hier? Wasser.
Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich da nicht ganz hochkomme, aber na egal. Dann gehen wir halt hier weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Das wussten wir ja schon. So blöd, die Viecher. Halt, wir speichern mal hier. Wenn wir schon mal hier sind, gleich speichern, ne? Okay, teleportieren brauchen wir uns nicht. Jetzt von hier irgendwie weiterkommen. Okay. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, ne? Gut. Dann gehen wir in eine Richtung wieder. Hier ist sie ja runtergeflogen. Also ich bin da runtergeflogen und die gute Eule hier hinten, ne? Ich bin nochmal auf die andere Seite. So, wie es hier weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.